Bei dem Baum, dass es jetzt geht, die werden sich, glaube ich, nie trennen, weil das sind genetisch verbunden, da es Geschwister sind und beide sind in ihrem Job noch dazu auch, den sie gemeinsam machen, auch sehr, sehr erfolgreich. Gut, man muss ja auch sagen, die Schwester, ja, sie hat dich ja zu den Dancing Stars Siegespodest geführt. Ja, das will was heißen. Ja, das sagt was. Ja. Also ich formuliere es immer ein bisschen schöner, ich bin ja dabei nicht im Weg gestanden. Also wir reden auf jeden Fall von Maria Santen und ihrem Bruder Christoph. Richtig. Die beide führen eine Tanzschule in Wels. Ja, und das durchaus erfolgreich, aber nicht nur die Tanzschule ist erfolgreich, sondern auch ihre tänzerische Laufbahn geht weiter. Sie dürfen nämlich heuer zum ersten Mal die Choreografie beim Opernball gestalten. Und das ist natürlich eine Batzenherausforderung. Und jetzt haben wir die beiden an ihrem Arbeitsplatz besucht, aber auch Maria privat zu Hause. Hier in dieser Tanzschule in Wels in Oberösterreich wird gerade an der wohl prestigeträchtigsten Tanzchoreografie von ganz Österreich gefeilt. Der Eröffnung für den heurigen Opernball. Also in dem Fall hat die Maria Großbauer, die Organisatorin vom Wiener Opernball, direkt bei uns angefragt, wo uns wir vorstellen könnten, dass wir 2019 die Eröffnungsquadrille choreografieren. Und natürlich muss man bei so einer Anfrage nicht lange nachdenken. Das ist als Tanzschule eine ganz besondere Ehre, eine ganz besondere Herausforderung, die wir natürlich gemeinsam irrsinnig gerne annehmen. Naja, es war natürlich eine Riesenfreude. Maria hat es ein bisschen später erfahren, weil ich war zu dem Zeitpunkt gerade auf Urlaub. Und ich habe es erst zwei Tage später informieren können, weil es nicht erreichbar war. Und ja, ich glaube, die hat auch in China einen Luftsprung gemacht. Definitiv. Sowohl für Maria als auch für Christoph ist es das erste Mal am Wiener Opernball. Es ist für uns sozusagen in jede Richtung eine Premiere. Wir werden das erste Mal im Opernball sein und da gleich direkt die Choreografie gestalten, was natürlich der Hammer ist für uns. Es ist eigentlich so, dass die Dancing Stars Zeit meistens genau in die Opernballzeit einfällt und da ist man gerade intensiv bei den Vorbereitungen mit den Promis. Und jetzt hat sich das eigentlich nie ergeben, dass wir die Möglichkeit haben und ja, ich würde sagen, es wird höchste Eisenbahn. Ihre Aufgabe nehmen die beiden jedenfalls sehr ernst und arbeiten seit Wochen akribisch am Eröffnungstanz. Für eine Choreografie ist natürlich das Allerwichtigste die Musik. Auf die Musik werden sie der Christoph und die eine wunderschöne Figurenkombination einfallen lassen mit besonderen Highlights. Wir versuchen natürlich auch, dass wir Akzente setzen, die was noch nie gegeben hat. Und von dem her ist das bei uns die größte Herausforderung, dass wir was Schönes, Rundes und auch ein bisschen was noch nie gegeben hat, aufs Parkett zaubern. Bei gut 140 Tanzpaaren gibt es auch einiges zu beachten. Die große Herausforderung beim Wiener Opernball ist natürlich die Anzahl der Paare. Ja, das Spannende ist einfach das Schwarz-Weiß-Muster, was natürlich durch die Paare entsteht, durch die Wechsel der Positionen. Das macht den Opernball so einzigartig und auf das werden wir natürlich besonders Wert legen. Es sind eher wenig Proben, darum muss man da wirklich perfekt vorbereitet hinkommen als Tanzlehrer. Und dann natürlich mit einem System und so schnell wie möglich die Choreografie, den Paaren erlernen und dass das Ganze dann bis zum Wiener Opernball perfektioniert wird und dass jeder Schritt, jede Bewegung, jede Kopfposition wirklich sitzt. In etwa so wie bei den beiden. Allzu viel wollen sie aber schon nicht mehr preisgeben. Naja, wir hätten was geplant, was noch nie vorher am Opernball war. Und ja, mehr wollte ich mir auch gar nicht verraten. Alles top secret. Hier in der Tanzschule wird aber nicht nur an der Eröffnungschoreografie für den Opernball gearbeitet. Grundsätzlich schaut unser Alltag da in der Tanzschule sehr umfangreich aus. Das heißt, wir haben natürlich gerade am Vormittag immer irrsinnig viel Organisatorisches zum Erledigen. Sind natürlich dann Christoph und die wirklich spezialisiert auf den Tanzunterricht. Also wir geben beide persönlich ganz viele Kurse, schauen, dass wir ganz viel Kontakt zu unseren Kunden haben. Ist immer wer von uns da, jeden Tag. Und da schauen wir wirklich, dass wir auf unserem Kerngebiet, auf dem Tanzen, dass wir das ja wirklich an die Leute weitergeben. Auch wenn die Tanzschule so etwas wie ihr zweites Zuhause geworden ist, richtig entspannen und abschalten kann Maria am besten in ihrer gemütlichen Wohnung in Sippachzell in Oberösterreich. Hier wohnt sie gemeinsam mit ihrem Freund Marco Angelini und ihren zwei Katzen Max und Moritz. Auch die Küche ist ein Wohlfühlort für Maria. Zeit zum Großaufkochen bleibt aber im Alltag eher wenig. Also in der Küche kann ich sehr gut entspannen. Wenn ich was koche, dann schaue ich immer, dass ich mir Zeit nehme dafür. Dann soll es auch wirklich was Spezielles werden, womit ich meinen Freund überrasche. Und es ist auch wirklich Kochen nicht was, was ich täglich mache, weil mir da einfach die Zeit fehlt. Aber was ich irrsinnig gerne als Ausgleich und ein bisschen zum Entspannen mache. Neben dem Tanzen ist Maria außerdem eine leidenschaftliche Weltenbummlerin.
Nach dem Opernball bleibt natürlich auch wieder viel mehr Zeit für Familie und für meinen Freund. Wir reisen irrsinnig gern gemeinsam und da freue ich mich schon voll auf die nächsten Aktionen. Wir haben einiges geplant. Ja, wir halten natürlich ganz fest die Daumen für den Opernball und werden auch ganz genau zuschauen,